Hallo Freunde, Cartoons sind ein fester Bestandteil unserer Kindheit. Wir haben alle schöne Erinnerungen an unsere Lieblingsserien und noch offene Fragen, wie zum Beispiel die geheime Krabbenburger-Formel denn lautet. Heute gehen wir den Geheimnissen auf den Grund. Legen wir los. Jeder von uns kennt bestimmt noch unsere Kindheitshelden, Tom und Jerry. Wie Tom den ganzen lieben Tag hinter Jerry herrennt. Diese Serie hat groß und klein an den Fernseher gefesselt. Wenn du die Serie kennst, dann erinnerst du dich bestimmt noch an die arme Haushaltshilfe, die den beiden immer hinterhergeräumt hat. Wollte nicht jeder mal wissen, wie die Haushaltshilfe eigentlich aussieht? In einer Folge rennt sie die Straße runter und in der normalen Geschwindigkeit kann man ihr Gesicht nicht erkennen. Aber wenn man das Bild langsamer abspielt, kann man sie ein wenig erkennen. Wer erinnert sich nicht an die Zauberelfen von Timmy und seinen Freund Chester? Chesters Vater hat immer eine Papiertüte über seinen Kopf gezogen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie er eigentlich ohne Tüte aussieht? In einer Folge gehen Chester und sein Vater aus der Stadt und wir bekommen seinen Vater ohne Tüte zu sehen. So schlecht sieht er eigentlich nicht aus. Diese Geheimformel ist nach den Illuminati fast das größte Geheimnis der Welt. Keiner weiß genau, was die Geheimformel ist und wir sehen fast in jeder Folge, wie Plankton die Formel stehlen will. Auf einer Webseite kann man die Geheimformel nachlesen. Laut dieser Rezeptur sind im Krabbenburger gefrorene Hamburger, Salat, Zwiebeln, Tomaten, Unterwasserkäse, Gurken, Senf, Ketchup und eine Prise von König Neptuns Poseidon enthalten. Noch ein Geheimnis gelüftet. Einer der Hauptcharaktere von Naruto ist Kakashi. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, wie sein Gesicht eigentlich ohne Maske aussieht? Viele Fans der Serie haben zu seinem Gesicht viele verschiedene Theorien entwickelt. Doch in einer Folge wurden diese Theorien alle nicht bestätigt. Kakashi hat sich ohne Maske gezeigt und die Fans haben endlich ihren Helden ohne Maske gesehen. Freunde, mich hat es wirklich gefreut, in die Kindheitstage zurückzuschauen. Welche Serie habt ihr als Kind am liebsten geschaut? Bei mir waren es Tom und Jerry. Ich würde mich freuen, wenn ihr euren Freunden dieses Video zeigen würdet. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.